Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es diesen in der Blue und in der Black Edition. Näheres hierzu könnt ihr der Kanalbeschreibung entnehmen. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch bitten, uns mit einem Like und einem Abonnement zu unterstützen. Auf diesem Wege wird es uns möglich sein, euch auch weiterhin regelmäßig mit Klassikern und neuen Stücken diverser Rundfunkanstalten zu unterhalten. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Hans-Helmut Dicko und Hans-Michael Rehberg in der Inszenierung von Otto Düben ein Kriminalstück von Ian Dennis Chessman. Eine Gleichung mit zwei Unbekannten, ein Duell in Worten zwischen zwei Männern, von denen der eine auf der Flucht vor der englischen Polizei zu sein scheint. Der Anhalter. Ja, der will sich wohl umbringen, was? Hey, ja, bitte. Es ist wirklich, wirklich ein fantastischer Tag. Ach, das Leben ist doch schön, es fehlt nur noch eine Zigarette. Oh, verdammt. Die habe ich vergessen zu kaufen. Zu blöd. Was? Nach Carlisle willst du, Kumpel? Okay, nehmen wir dich mit. Passt mir prima in den Kram. Es ist immer gut, wenn man einen hat, mit dem man ein bisschen quatschen kann. Hallo! Sehr freundlich von Ihnen. Fahren Sie Richtung Carlisle? Ja, fahre ich. Und Sie möchten auch dorthin? Ja. Ihrem hübschen Schild nachzuschließen? Wüstes Gekritzel geworden in der Eile. Es kann nur sein, dass ich vorher mal Halt mache, aber bis dahin nehme ich Sie gern mit. So, stellen Sie doch Ihr Gepäck auf den Rücksitz. Steigen Sie ein. Ich habe nur die Tasche hier. Aha. Kein Zelt, keinen Schlafsack. Sie reisen mit leichtem Gepäck, was? Ich bin kein richtiger Tramp. Bin nur auf dem Weg nach Hause. Ja. Ich heiße Foxton, Bob Foxton. Derek Niles. Wirklich, ich muss mich sehr bei Ihnen bedanken. Vergessen Sie es. Ich freue mich, wenn ich was Gesellschaft habe. Was machen Sie? Ja, ich arbeite in der Universität in Oxford. Ach. Aber ich habe dort nur eine Bude. Wir wohnen in Carlisle. Meine Frau und ich. Meine ich. Bei Ihren Eltern. Fürs Erste noch, bis ich mein derzeitiges Forschungsprojekt hinter mir habe. Ist ein komischer Umweg, den Sie da machen. Wie? Ja, ich meine, von Oxford nach Carlisle wäre doch eigentlich die M6 die kürzeste Route. Naja, um die Wahrheit zu sagen, ich war noch in Durham. Ach, haben Sie da einen kleinen Abstecher gemacht, oder wie? Ja, um in der Bibliothek Verschiedenes nachzuschlagen und mich mit ein paar Leuten zu besprechen. Und so. In Oxford war ich zweimal. Was ist denn Ihr College? Jesus. Was ist? Das Jesus College. Ach so. Jetzt habe ich doch einen Augenblick gedacht. Ich arbeite auf dem Gebiet der Kernforschung. Tatsächlich? Ach, das muss ja interessant sein.
Da haben Sie dann auch so mit Atombomben zu tun und... Um Himmels Willen, nein. Wo denken Sie hin? Ich bin mit was ganz anderem beschäftigt. Aber das ist schwierig zu erklären. Ja, ich verstehe, verstehe. Es ist ziemlich heiß, wie? Wieso? Naja, das ist doch alles höllisch brisant, was mit Atomforschung zu tun hat. Der Geheimdienst, der ist auch nie weit weg, großer oder? Oh Gott, davon kann keine Rede sein. Ich meine nur, das, was ich gerade mache, das sagt Ihnen sicher wenig, wenn es nicht gerade Ihr Feld ist. Feld ist gut. Ich verstehe nicht ganz. Naja, weil Felder eben mein Feld sind. Felder? Felder. Ich bin Vertreter für Viehfutter und Düngemittel. Deshalb habe ich auch die Säcke hinten im Laderaum. Ich verbringe mein Leben verbringe ich mehr oder weniger auf Feldern, nicht? Mit anderen Worten, also in der frischen Luft. Da kommen Sie wohl sicher auch viel herum. Muss schön sein. Ach, das kann auch zu viel des Guten werden. Aber so Landwirtschaftsausstellungen und alles sowas macht schon Spaß. Und dann habe ich auch viel Zeit für mich zum Fischen. Ich bin ja nie ohne mein Angelzeug unterwegs, für den Fall das. Oh, oh, Sie haben doch hoffentlich nicht Ihre Tasche auf meine Rute gelegt? Oh, ich hoffe nicht. Moment. Das wäre mir wirklich sehr peinlich. Hm? Ah, hier. Nein, nein. Alles in Ordnung, wie es scheint. Entschuldigung. Zuzutrauen wäre es mir. Ich bin ein bisschen ungeschickt. Also von der würde ich mich nur sehr ungern trennen. Das ist eine 1A-Fiberglas-Rute zum Fliegenfischen. Aber Sie sind kein Angler. Nein, hab's nie versucht. Reizt mich auch nicht. Im Gegenteil, der Gedanke an den zappelnden Fisch, der gerade noch munter rumgeschwommen ist und plötzlich... nein, 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 nein. Ein herrlicher Sport, herrlich. Der Fisch empfindet ja keinen Schmerz so wie wir. Für den ist das nur ein kurzer Kampf. Und wenn man ihn dann landet, zack, und aus ist es. Na, und wenn er sich losmachen kann, na ja, viel Glück, sage ich dann immer. Sie verstehen mehr davon vermutlich. Ich bin kein Sportsmann. Ich spiele nur Schach. Mhm. Ja, so ein Zimmersportler, was? Nein, 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 nein. Mit Schach, da konnte ich mich nie befreunden. Etwas Musik? Oh, 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 nein, nein, danke, das lieber nicht. Es ist heute gelungen, aus dem Gefängnis von Durham zu entkommen. Der Mann ist 38 Jahre alt, mittelgroß, hat braunes Haar und trägt einen Schnurrbart. Er ist möglicherweise bewaffnet und dürfte nach Vermutung der Polizei in Richtung Galloway unterwegs sein. Was ist das? Der Bevölkerung im Umkreis von Durham wird daher besondere Vorsicht empfohlen. Autofahrer in Richtung Carlisle und Galloway, die einen Mann beobachten, welcher der Personenbeschreibung entspricht oder sonst irgendwie verdächtig erscheint, werden gebeten, umgehend die Polizei zu verständigen. Und nun wieder Musik. Zurück zu Bunny Berrigan und seinen Boys. Tja. Ei, ei, das, ja, was sagen Sie dazu? Wir müssen auf der Hut sein. Na, ich bestimmt. Oh, ja, da hätte ich aber nicht so einfach einen Wildfremden mitnehmen dürfen, stimmt's? Wollen Sie damit sagen... Na, das ist doch wahr. Ich meine, nein, nein, ich habe ja jetzt nicht Sie gemeint. Nicht, dass Sie der Mann sind, den die da suchen, aber nicht, ich fahre hier so friedlich vor mich hin und plötzlich sehe ich am Straßenrand einen Burschen, der nach Carlisle mitgenommen werden will. Das liegt ja nun auf der Strecke nach Galloway und... Was hat er gesagt? 38 Jahre, braunes Haar, Schnurrbart. Aber ich habe einen richtigen Bart. Das hätten die ja wohl gesagt, wenn er einen richtigen Bart hätte. Ja. Na, hören Sie, wie soll ich denn
wissen, ob Sie sich den nicht angeklebt haben? Das ist alles möglich heutzutage. Haben Sie nicht neulich gesehen im Fernsehen, wie die da aus so einem... Ja, das war ein Mann in Ihrem Alter. Da haben die einen Greis gemacht. Ich sage Ihnen, wie hieß das? Ich Claudius hieß es ja. Das war einfach toll. Sie wollen mir doch nicht im Ernst zu verstehen geben, dass... Nein. Nein, ich mache hier nur Spaß. Und außerdem, wenn der Kerl einen Schnurrbart trägt, dann würde er sich den ja wohl am besten abrasieren. Ich meine, naja, ist doch sicher gescheiter, als sich einen falschen Bart umzuhängen. Haben Sie denn die Serie gesehen? Dieser Caligula, der war zum Gruseln. Ich habe nicht viel Zeit gehabt, um fernzusehen. Hey, das ist doch wohl ein Verrückter. In dem Tempo und dann auch mit Anhänger. Dieser Ausbrecher wird sich ja kaum an die Straße stellen und winken. Jedenfalls nicht an einer Hauptstraße. Er wird versuchen, auf Nebenwegen voranzukommen. Vielleicht. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß nur noch, ein paar von den Burschen, die damals aus deutscher Kriegsgefangenschaft geflohen sind, die sind eiskalt in den nächstbesten Zug gestiegen, haben sich von den Deutschen nach Hause befördern lassen. Ja. Mit anderen Worten, er wird Ihrer Meinung nach doch per Anhalter riskieren? Na klar. Klar. Wer weiß. Vielleicht sitzt er in dem Augenblick schon in irgendeinem Wagen und unterhält sich mit dem ahnungslosen Fahrer. Genau wie Sie. Hören Sie, Sie können mich jederzeit absetzen. Halten Sie da vorne an der Kreuzung. Ich komme schon irgendwie weiter. Immerhin ein paar Meilen habe ich wieder geschafft. Aber bitte keine Aufregung. Bleiben Sie doch schön sitzen. Nee, ich ziehe Sie doch bloß ein bisschen auf. Ja, aber Sie haben ja recht. Jeder an Ihrer Stelle wäre misstrauisch. Das ist mir schon klar. So leid es mir tut es. Wäre mir lieber, Sie würden mich aussteigen lassen, ehrlich. Hab ich Ihnen nicht gesagt, ich bin Angler? Was hat das damit zu tun? Na, ich hab doch gesagt, wenn mir ein Fisch entkommt, dann entkommt er eben. Nee. Stimmt's? Na, ich mach doch deshalb kein großes Geschrei. Wollen Sie damit sagen, Sie würden mich nicht, wie heißt es, verpfeifen, wenn ich der Ausbrecher wäre? Ich weiß nicht, Nein. Ich würde wohl nicht, wenn Sie der Betreffende wären, meine ich, nicht? Sie sehen doch überhaupt nicht wie ein Verbrecher aus. Was immer Sie auch angestellt haben. Ich meine, nein, ich meine, die sehen ja oft gar nicht wie Verbrecher aus, nicht? Nein, ich glaube, da würde ich beide Augen zudrücken. Und dann würde ich sagen, das ist eben der berühmte Riese. Riese? Das ist Anglerlatein. Naja, wissen Sie, wir reden manchmal so, nicht? Ja, stimmt, ich habe einen feinen Hecht im Korb, aber du hättest mal den Riesen sehen sollen, der mir entwischt ist. Sie würden keine Verpflichtung fühlen der Öffentlichkeit gegenüber? Was mich betrifft, lieber Freund, da können Sie sich ruhig Ihrer Freiheit erfreuen. Beziehungsweise er, ja. Aber Sie denken nicht im Ernst, dass ich der Mann bin, hinter dem man her ist? Ich denke gar nichts, Offen gesagt, das ist mir völlig egal. Beruhigen Sie sich doch. Nicht? Ich halte ja den Mund. Aber dass Sie mich nicht verstehen. Die Situation, die ist ja gerade so idiotisch. Nein, ich will es auch gar nicht verstehen. Lassen wir das Thema. Schauen Sie, da vorne ist auch eine Raststätte. Und ich möchte mir ein paar Zigaretten kaufen. Und für ein schnelles Glas Bier haben wir auch noch Zeit, oder? Ich würde gern rasch weiterkommen. Und Alkohol trinke ich im Allgemeinen nicht. Ja, dann trinken Sie halt eine Cola. Ich meine, wir halten uns ja auch nicht länger als 5 Minuten auf. Naja, ich meine, natürlich. So eilig habe ich es ja auch wieder nicht.
Tag, die Herren. Guten Tag. Für Sie eine Cola, Niles? Ja, bitte. Und für mich ein Bier. Ein großes? Nein, ein kleines, bitte. Ich muss mich wirklich entschuldigen. Wieso? Wäre ja eigentlich das Mindeste, dass ich Sie einlade, aber leider... Na, schon gut. Ich habe keinen Penny bei mir. Er hat meine Brieftasche, meinen Geldbeutel vergessen. Ja, schon gut. Deswegen bin ich auch per Anhalter unterwegs. Ich wollte keine Zeit verlieren. Aber das macht doch nichts. Ich bitte Sie. Ich hätte gerne noch ein Päckchen Zigaretten. Tut mir leid, Mr. Fox. Nein, die da, ja. Ja. Und kann ich Streichholz haben? Ja. Danke. Was trinken Sie? Och, Bier, Sir, wenn Sie recht ist. Also, dann. Zum Wohl. Und vielen Dank. Ach, das tut gut. Zigarette? Nein, danke, ich rauche nicht. Zum Wohl, Sir. Zum Wohl. Tja, das ist sehr gescheit von Ihnen. Da weiß man genau, dass es einem nicht gut tut und trotzdem, man kann es nicht lassen. Da gibt man Geld aus, um sich zu schaden. Es ist unglaublich. Wäre viel besser, ab und zu eine Pfundnote anzuzünden. Also, wie wäre es, noch was zu trinken? Nein, danke. Das war gerade recht. Also, ich stehe ja nur nicht gern auf einem Bein. Noch eins, bitte. Gerd, Sir. Noch ein Bier. Haben Sie die Radiomeldung vorhin gehört? Über den Ausbruch? Aus dem Gefängnis in Dahan? Ja, das haben wir mitgekriegt, nicht wahr, Niles? Der Kerl treibt sich offenbar hier in der Gegend rum. Mhm. Empfiehlt sich, die Augen offen zu halten. So, das wären jetzt nochmal 32 Pence, Sir. Danke, Sir. Na, aber ich meine, Sie denken doch nicht, dass es hier mein Freund sein könnte, den die suchen. Bitte, hören Sie doch endlich auf damit. Ja, er hat gewinkt, nicht? Und ich habe angehalten. Er hat mir erklärt, er sei auf dem Weg von Durham nach Carlisle. Und davon war ja auch in der Meldung die Rede. Habe ich nicht recht? Nach Carlisle, beziehungsweise nach Galloway. Ja. Aber so weit wird er nicht kommen. Die errichten Straßensperren. Da schlüpft keiner so leicht durch. Straßensperren? Ja, wir sind sicher schon dabei. Und wenn Sie damit fertig sind, dann stoppen und durchsuchen Sie alle Wagen. Bestimmt. Auf Staus müssen Sie sich daher gefasst machen. Hören Sie, Mr. Foxton. Es tut mir leid, aber ich hab's eilig. Lassen Sie mich doch wenigstens austrinken. Ich kann doch mein Bier nicht einfach stehen lassen. Wollen Sie nicht doch noch eine Cola? Nein. Aber Sie sind eingeladen. Würden Sie es mir übel nehmen, wenn ich mich jetzt selbstständig mache? Ja, ich glaube, das tue ich. Nochmals vielen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben und mir was zu trinken spendiert haben. Halt! Doch. Bitte Sie. Nur keine Panik. Ich bin doch gleich so weit. Es ist nur nicht gut, wenn man das Bier einfach so runterfällt. Ich muss wirklich sehen, dass ich vorankomme. Sie sollten nur überlegen, ob Sie mit mir nicht am besten dran sind. Wissen Sie was? Wenn wir kontrolliert werden, dann erkläre ich den Burschen, ich kenne Sie, wenn Sie das beruhigt. Ja, ich habe da wirklich keinen Grund, irgendwas von einem Anhalter verlauten zu lassen. Sie sind eben ein Freund von mir, ja, nicht? Ein Bekannter. Ja, und damit basta. Die Polizei macht mir keine Sorge. Nein, natürlich, warum denn auch? Das habe ich doch auch gar nicht gesagt. Ich meine, wenn die fragen, ob man einen Anhalter neben sich hat. Nein, Fehlanzeige. Das ist alles. Wir sind zusammen nach Carlisle unterwegs, ganz einfach, okay? Warum sollte ich erwarten, dass Sie der Polizei eine Lüge erzählen? Oh, vielleicht macht mir Spaß, denen das zu erzählen. Sie sind eben der Fisch, der entwischt ist. Und mein Segen... Aber das ist doch alles gar nicht so. Also, ich glaube, ich muss Ihnen jetzt doch wirklich erklären, warum ich... Aber Sie brauchen mir doch gar nichts zu erklären. Also, dann wollen wir mal wieder. Ich bringe Sie schon auf den Weg. Wohin auch immer. Danke und auf Wiedersehen. Wiedersehen, vielen Dank dir, Herr. Und aufgepasst, vielleicht begegnen Sie dem Burschen wirklich. Man kann nie wissen. Ja, ja. Ja, gute Fahrt. Wiedersehen, ja. Halten die Augen schon auf. Ein Bier
hier um die Mittagszeit. Das brauche ich einfach. Das genügt mir auch schon. Gelegentlich noch ein Sandwich dazu. Ah. Ach, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Sie zu fragen, ob Sie gern was gegessen hätten. Nein, nein. Also, es wäre mir doch ein Vergnügen gewesen, Sie einzuladen. Ich esse zu Hause. Und wie ist das Essen? Dort? Dort? In Ihrem College, meine ich. Oh, ich esse eigentlich selten im College. Ich habe in meinem Zimmer eine kleine Kochplatte. Und mittags gehe ich meistens in ein Lokal in der Nähe. Ich komme ganz gut über die Runden damit. Trotzdem. Zum Frühstück so nichts als eine Schüssel Haferbrei, was? Ich mag kein Haferbrei. Ach, haben Sie sich daran schon übergessen, wie? Doch drin. Sie verstehen? Nein, ich weiß nicht, was Sie... Wollen Sie nicht endlich aufhören damit? Ich habe allmählich genug von Ihren Scherzen. Jedenfalls ein etwas geheimnisvoller Kunde sind Sie schon. Ich fürchte, Sie täuschen sich. Es ist wirklich zu albern. Aber ich bin ja selbst schuld dran. Ich habe mich durch meine Vergesslichkeit in eine dumme Situation gebracht. Ja, ja. Ja. Und Sie scheuen eine Polizeikontrolle also wirklich nicht? Natürlich nicht. Warum sollte ich? Man verliert nur Zeit dabei. Oh, nicht mehr als ein paar Minuten. Ihr Wort in Gottes Ohr. Sagen Sie. Ja. Wie stellt's einer an, auszubrechen? Jetzt wollen Sie auch noch wissen, wie ich ausgebrochen bin. Mein Gott. Na, Irrtum, Irrtum. Wie stellt's einer an? Habe ich gefragt. Nee. Ich meine, wie hätten Sie es gemacht, wenn Sie in den Schuhen von dem Kerl gesteckt hätten? Woher soll ich das wissen? Die Wärter bestochen? Nein, nein, nein. Nee, das hätte sicher nicht hingehauen. Einen Tunnel gegraben? Einen Tunnel? Durch den Betonboden oder wie? Sie denken, ich wäre aus dem Gefängnis von Dahlem durch einen selbst gegrabenen Tunnel geflohen? Naja, oder Sie haben sich als Gefängnisdirektor verkleidet. Nee. Ja, als Gefängnisdirektor und dann ab durch die Mitte im Dienstwagen. Naja, das muss ja ganz schön Nerven gekostet haben. Auch ich nehme an, der Bursche, den Sie suchen, ist nur über die Mauer geklettert. Ob das nicht der einfachste Weg gewesen wäre? Vielleicht, vielleicht, ja. Aber sind Sie einer, der den einfachsten Weg wählt? Ich meine, Sie als Atomwissenschaftler, Sie würden sich doch bestimmt was Raffinierteres einfallen lassen. Ja, ich... Also schön, wenn Sie schon fragen. Vermutlich hätte ich mir was anderes überlegt. Etwas Originelleres. Na bitte, bitte. Was habe ich gesagt? Was für ein Gedankenblitz wäre Ihnen denn gekommen? Oh, ich hab's. Ja. Das ist es. Materialermüdung. Was? Wieso das? Was meinen Sie denn damit? Naja, ich meine, Sie hätten sich... Sie hätten sich da was ausgedacht, nicht? Irgend so ein Trick oder eine Methode, um die Gitter zu knacken, nicht? Und zwar durch Ermüdung des Eisens. Und dann hätten Sie sie am Ende auseinandergebrochen wie Schokolade. Das ist gut. Was? Ah, übrigens. Wie wär's denn hier mit so einem Stück Schokolade? Ich habe immer so eine Tafel bei mir. Da, bitte. Dankeschön. Naja, es macht dick, ich weiß. Ich soll es lieber lassen, aber ich tue so manches, was ich lassen sollte. So wie Sie. Nicht wahr? Worauf wollen Sie jetzt wieder hinaus? Auf gar nichts. Aber trotzdem, aus reiner Neugierde,
Haben Sie noch nie etwas getan, was Sie besser nicht hätten tun sollen? Seien Sie mal ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der das von sich behaupten könnte. Sehen Sie, darauf wollte ich hinaus. Die Gefängnisse sind doch überfüllt mit Menschen, die was getan haben, was sie nicht hätten tun sollen. Und die nur das Pech hatten, erwischt zu werden. Nehmen Sie nur uns beide. Ich geniere mich nicht zu gestehen, dass ich einiges getan habe im Laufe der Jahre, was ich nicht hätte tun sollen. Zum Beispiel Spesen frisieren, ja. Oder die Ausgaben für ein Essen einsetzen, obwohl ich beim Farmer eingeladen war. Und so weiter und so weiter. Na ja. Man muss schließlich sehen, wo man bleibt. Und Sie andererseits sind auf der Flucht. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Nur ich bin nicht auf der Flucht. Ich hab's bloß eilig. Aus einem ganz speziellen Grund. Können wir es nicht dabei lassen? Ich möchte nur so rasch wie möglich weiterkommen. Ja, das sollen Sie auch, mein Freund. Sollen Sie. Drücken wir also aufs Gaspedal. Okay. Sie sind nicht auf der Flucht. Auch wenn man durchaus den Eindruck gewinnen muss. Hören Sie, ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Ich setze Sie irgendwo ab und Sie verduften querfeldein. Ja, wenn Sie die größeren Straßen vermeiden und um die Sperren einen Bogen machen, dann kann Ihnen eigentlich gar nicht viel passieren. Und Sie erzählen dann der Polizei, Sie hätten einen Anhalter mitgenommen, der vor der Kontrolle dringend aussteigen wollte. Was Dümmeres könnte mir gar nicht passieren. Also ich habe Ihnen doch schon mal gesagt, das geht mich alles gar nichts an. Ich habe Sie vorher nie gesehen, okay? Ich weiß auch gar nichts. Zu spät. Da vorne ist sie schon. Hä? Die Polizei. Oh, ja. Also jetzt keine Panik. Auf was? Vergessen Sie nicht, wir sind alte Freunde. Ich wusste, dass Sie in Dahrem zu tun hatten und nach Carlisle wollten. Und da das auch mein Ziel ist, da habe ich Sie unterwegs aufgelesen. Das ist eine narrensichere Geschichte. Da werden wir noch unseren Spaß daran haben. Na schön. Wenn Sie sicher sind, dass Sie das nicht in Schwierigkeiten bringen? Ach was, lassen Sie mich nur machen. So, und jetzt nur noch mal kurz zu meiner Orientierung. Wie war das? Sie sind also an der Uni in Cambridge und arbeiten dort an irgendeinem Forschungsprojekt. In Forschungsprojekt. Wo? In Oxford. Ja, natürlich. Ja, richtig. Und Sie heißen Desmond Niles. Und haben Sie gesagt? Derek. Derek Niles. Derek. Ja, okay, bestens. Und ich bin Bob Foxton und mein Beruf ist... Mein Beruf, ne? Oh, vergessen? Sie sind so eine Art Fachmann für Landwirtschaft, nicht wahr? Ja, Vertreter. Ich fahre mit Düngemitteln und Kälberkraftnahrung herum, um das Zeug zu verkaufen, aus keinem anderen Grund. Ja, ganz recht. Und Sie wollen wirklich riskieren? Das macht mir richtig Spaß. Also, dann wollen wir mal. Überlassen Sie alles Onkel Bob. Wer weiß. Eines Tages bekommen Sie vielleicht Gelegenheit, sich zu revanchieren, ne? Polizeikontrolle, guten Tag. Guten Tag, wir haben schon mit sowas gerechnet. Tatsächlich, Sir? Ja, der Wirt in dem Gasthaus, ein paar Meilen von hier, also ich habe nur 2 Gläser Bier getrunken, die Tüte können Sie sich sparen. Nein, also der hat uns prophezeit, dass wir angehalten wurden wegen diesem entflohenen Sträfling. Ja, es handelt sich nur um eine Routinekontrolle, Sir. Darf ich mal Ihren Führerschein sehen? Aber sicher. Moment. Na zum Teufel. Nein, ich habe ihn sonst immer hier. Verdammt, wo ist er? Also, das wäre noch schöner. Das wäre ausgerechnet heute vergessen. Na, da ist er. Gott sei Dank. Ja, hier. Danke, Sir. Und Ihr Versicherungsschein? Na, der müsste ja auch hier in der Brieftasche sein. Und da ist er. Na, ich habe ihn doch erst. Neulich habe ich ihn noch in der Hand gehabt. Also meine Unterschrift, die müssen Sie bitte entschuldigen. Ist ja auf dem Führerschein, meine ich. Die ist völlig unlesbar. Aber ich war in der Schule schon berühmt für meine ganz miese Klaue. Ja, die wenigsten Unterschriften sind lesbar, Sir. Mr. Robert Foxton? Ja, der muss irgendwo. Muss er sein? Warten Sie mal, vielleicht im Handschuhfach. Ja, wäre schon ratsam, den Schein immer bei sich zu haben, Sir. Ja, wem sagen Sie das?
Sir, soll ich auf der nächsten Polizeistation Bescheid sagen, wenn er noch auftaucht? Wären Sie damit zufrieden? Na, lassen wir es gut sein für diesmal. Das ist mir peinlich. Aber denken Sie in Zukunft bitte daran, ihn mitzunehmen. Aber Ihnen viel Ärger ersparen. Ja, natürlich. Es ist wirklich zu doch. Nein, wirklich. Er steckt bestimmt irgendwo. Ich weiß es. Und wohin wollen Sie, Sir? Nach Carlisle. Aber ich muss vorher noch ein paar Besuche machen in Corbridge und Hexham. Darf ich nach Ihrem Beruf fragen? Ja, sicher. Hier, da liegt er. Ich meine, Sie können ihn sehen, hinten im Wagen. Da ist Mast, Futter und Superphosphate sind das. Ich bin dafür Vertreter. Irgendwo habe ich auch meine Geschäftskarte. Naja, danke, machen Sie danke, nur. Sir, danke. Und der andere Herr? Ich heiße Derek Niles. Ich bin Diplomphysiker. Haben Sie einen Ausweis bei sich? Ich fürchte, nein. Ich habe nie viel bei mir, wenn ich unterwegs bin. Vielleicht ein Brief. Ich sehe mal in der Tasche nach. Irgendwas wird sich wohl finden. Ach, immer mit der Ruhe. Vielleicht mein Bibliotheksausweis. Ja, zum Beispiel. Nach vorne. Also ich könnte ja für Mr. Niles bürgen. Ich kenne ihn sehr gut. Er ist jetzt auf dem Nachhauseweg von Cambridge nach Carlisle. Und da hat er wegen so einem Forschungsprojekt noch kurz die Universität in Durham besucht. Und da ich heute sowieso die Strecke fahre, habe ich ihm angeboten, ihn dort noch abzuholen. Es ist ja bequemer und billiger als mit dem Bus, meine ich. Ja, aber irgendetwas, womit Sie sich ausweisen können, wird sich wohl finden lassen, Sir. Bestimmt. Gewöhnlich habe ich ein oder zwei alte Briefumschläge bei mir für Notizen. Du bleib doch ganz ruhig. Und Ihr Scheckbuch? Beziehungsweise die Scheckkarte vielleicht? Wenn ich mein Scheckbuch bei mir hätte, wäre ich nicht in dieser verdammten Lage. Ich verstehe nicht ganz. Verzeihung. Ich scheine einfach alles vergessen zu haben. Sieht mir mal wieder ähnlich. Tja, wenn Sie dann bitte einen Moment aussteigen würden, damit wir Ihre Angaben überprüfen können. Sekunde. Manchmal stecke ich meinen Pass in die Außentasche. Es ist durchaus möglich. Verflixt. Warte, ich halte den Reißverschluss. Mach doch langsam. Ja. Jetzt ziehen. Ganz, ja. Na so, also. Was ist denn? Da, bitte. Danke. Warum denn nicht gleich? Wie kann man nur so vergesslich sein? Das spart Ihnen einiges. Derek Niles. Ja? Derek Niles, ja. Diplomphysiker. Aber schon jetzt ist ein richtiger zerstreuter Professor, wie er im Buche steht. Ja, das Bild sieht Ihnen aber nicht sehr ähnlich, Sir. Na, das ist aber immer dasselbe, Wachtmeister, mit Passbildern. Gucken Sie mal meinen. Ich weiß, das Bild wurde gemacht, bevor ich mir den Bart wachsen ließ. Und dabei sage ich ihm immer, der sieht viel besser aus ohne. Wirklich. Viel respektabler, aber er will nicht hören. Naja, bitte. Wachtmeister, wenn Sie sich den Bart wegdenken würden? Alles in Ordnung, wie es scheint. Tja, tut mir leid, dass wir Sie aufgehalten haben, meine Herren. Aber Sie hatten recht, wir suchen tatsächlich einen Häftling, der ausgebrochen ist. Also, sollten Sie zufällig etwas Verdächtiges bemerken? Dann werden wir unverzüglich die nächste Polizeidienststelle verständigen. Sie können sich darauf verlassen. Danke. Und gute Fahrt. Danke und viel Erfolg. Gerade noch mal gut gegangen. Wieso? Ist doch alles prima gelaufen. Ein Glück, dass Sie keinen Umschlag mit Ihrer Oxforder Adresse gefunden haben. Ich habe sonst fast immer einen bei mir. Ist mir lieber als ein Notizblock. Ja, haben Sie denn nicht gehört, dass ich Cambridge gesagt habe? Kaum war das Wort raus, habe ich den Fehler bemerkt. Oxford und Cambridge. Ich habe es glatt durcheinander gebracht. Ich sage, Sie sind ein alter Freund aus Cambridge. Und Sie beweisen ihm, dass Ihre Adresse Oxford ist. Habe ich gar nicht mitbekommen. Na also. Ich war so mit der Suche nach einem Ausweis beschäftigt. Na, ich hätte Sie da beinahe in was reingeritten. Nein, wirklich, das hätte ins Auge gehen können. Naja, na, gut, dass Sie noch Ihren Pass hervorgezaubert haben. Tja, ich habe es ja immer gesagt, na jetzt, falls Sie nun so heißen, ich meine, wie ein Verbrecher sehen Sie wirklich nicht aus. Wohl auch kein Wunder. Ich bin schließlich Wissenschaftler. Ach, die nächste Ausfahrt ist schon Hexham. Naja, die muss ich nehmen, um meine Besuche zu machen. Das dauert so ein, zwei Stunden, nicht mehr. Da müssten Sie sich jetzt entscheiden. Wollen Sie mit mir kommen? Oder wollen Sie weiterziehen als Anhalter? Ich meine, die Kontrolle haben Sie ja hinter sich. Was kann Ihnen noch passieren? Na, das war schon lustig, was wir uns da vorhin geleistet haben. Nun ja, wenn Sie mich vielleicht hier irgendwo absetzen würden. Nochmals vielen Dank für alles. Sie wünschen, mein Herr, wie Sie wünschen. Nur eins müssen Sie mir noch rasch sagen, also, weil ich wirklich, ich platze vor Neugierde. Sind Sie jetzt der Bursche, nach dem
gesucht wird oder sind Sie es nicht? Also, bitte, raus mit der Sprache. Zum Teufel, ich bin es nicht. Naja, Sie werden ja auch schön dumm, wenn Sie es mir verraten. Ich weiß nicht, wie ich Sie überzeugen soll. Wenn Sie nicht mal an die Echtheit meines Passes glauben. Denken Sie etwa, den habe ich gestohlen? Ja, sehen Sie, es ist so, nehmen wir an, ich glaube, ich glaube Ihnen ja wirklich. Ja, doch, also, ich habe Sie ja die ganze Zeit nur auf den Arm genommen. Aber, andererseits, wenn Sie die Polizei nicht zu fürchten haben, warum dann so eine merkwürdige Nervosität, als von den Straßensperren die Rede war und von den Kontrollen? Na gut. Sie sollen es wissen. Sie haben vermutlich ein Recht darauf. Geniere ich mich schon fast vor mir selbst. Also bitte, Karten auf den Tisch. Es ist einfach so, dass meine Frau heute Geburtstag hat. Ach. Und dass mir das erst heute früh eingefallen ist. Nur deswegen bin ich Hals über Kopf von Durham aufgebrochen und habe dabei meine Brieftasche im Hotel liegen lassen. Ich hoffe jedenfalls im Hotel. Kaum habe ich das gemerkt, musste ich feststellen, dass ich auch mein Scheckbuch vergessen hatte. Schon in Oxford. Ach, wirklich? Na, also Sie sind mir aber... Das kann man wohl sagen. Ja, das sind Sie, also wirklich. Und deshalb entschlossen Sie sich, Ihr Glück als Anhalter zu versuchen. Richtig. Und sehen Sie, wenn ich früh genug nach Carlisle komme und die Bank dort noch offen ist, kann ich etwas von meinem Konto abheben. Capisco, Capisco. Und können Ihrer Holden noch ein hübsches Geburtstagsgeschenk kaufen, bevor Sie die häusliche Schwelle überschreiten. So ist es. Ich hätte Ihnen gleich sagen sollen, ich weiß. Er steht schon gern wie ein Trottel da. Naja, verstehe, vollkommen. Tja, wie wär's? Soll ich Sie nun rauslassen hier vorne an der Kreuzung? Ich hätte Sie ja gern nach Hause gebracht. Andererseits, Sie finden sicher rasch jemanden, der Sie mitnimmt. Und mit ein bisschen Glück, da kommen Sie heute auch noch nach Carlisle, bevor Ihre Bank schließt. Ja, nochmals vielen Dank. Und verzeihen Sie meine Zerstreutheit. Und dass ich Ihnen damit so viele Ungelegenheiten gemacht habe. Aber nein, ich bitte Sie... Sie müssen mir verzeihen, dass ich Sie so ein bisschen auf den Arm genommen habe. Ich kann es einfach nie lassen. Nun, ich hätte Ihnen gleich reinen Wein anschenken sollen. Hören Sie mal, was mir gerade noch einfällt. Ja, das muss ich noch... Ich meine, Sie haben mir ja keinen Moment misstraut, oder? Wieso? Nein. Natürlich nicht. Naja, ich meine, sagen wir mal, ich sei der Bursche, der da ausgerissen ist. Nicht? Und ich klaue mir irgendwo einen Wagen. Ein Gangster weiß ja wohl, wie man sowas macht. Und dann nehme ich Sie mit zur Tarnung, verstehen Sie? Ja, ein Kerl auf der Flucht würde sich ja wohl kaum einen Anhalter auf den Hals laden. Stimmt's? Das macht mich jedoch der Polizei gegenüber unverdächtig, habe ich mir so gedacht. Ich meine, ein Begleiter im Wagen, ne? Etwas kompliziert gedacht, wie? Und der Führerschein? Ja, das stimmt. Der dürfte in einem gestohlenen Wagen ja nicht so unbedingt parat liegen. Das ist also zugegeben. Und davon abgesehen... Ich bin überzeugt, Sie haben mir die Wahrheit erzählt. Sie sind derjenige, für den Sie sich ausgegeben haben. Oh, Moment noch, der Gesuchte könnte ja auch ein Schwindler sein. Eine Art Märchenerzähler, der Geschichten nur so aus dem Ärmel schüttelte. Ja, das ist eine Kleinigkeit für ihn, als ein Bursche wie ich aufzutreten, beziehungsweise also wie Sie, wenn man es recht überlegt. Bleibt trotzdem die Frage nach dem Führerschein. Das ist richtig, ja. Aber warum soll er nicht auch ein Taschendieb sein, nicht? Der klaut sich erstens eine fette, dicke Brieftasche mit einem Führerschein drin und zweitens einen Wagen. Das ist ein Kinderspiel. Was sagen Sie jetzt? Und wie hat sich der Mann einen normalen Anzug beschafft? Sie sind schließlich nicht angezogen wie ein Sträfling. Sie müssen einem aber wirklich alles verderben. Ja, das ist nur eine harte Nuss, wirklich, die Sie mir da zu knacken geben. Aber nichtsdestotrotz... Sie werden lachen. Ich habe noch einen kompletten Anzug mit Hemd, Krawatte und so weiter hinten im Kofferraum. Bei den Säcken da hinten, ja. Man, es zahlt sich eben aus, wenn man als Vertreter ordentlich angezogen so seine Besuche macht, ja? Ja, ich sage Ihnen, wenn der Bursche meinen Wagen erwischt hätte, der hätte sich ins Fäustchen lachen können. Ehrlich, jetzt haben Sie mich bald restlos überzeugt. Das freut mich. Aber ich muss sehen, dass ich weiterkomme. Nochmal... Herzlichen Dank. Aber bitte. Was für ein Glück, ausgerechnet auf Sie zu stoßen. Es war mir ein Vergnügen. Aber ganz meinerseits, Professor, ganz meinerseits. Und dass Sie mir also in Zukunft aber sauber bleiben. Ja, schönen Dank. Vielen Dank nochmal. Dass mir keine Klagen kommen. Professor, halten Sie nur die Ohren steif.
Also eins steht fest. Es wäre schon besser, Professor, wenn du dir einen fahrbaren Untersatz knacken würdest. Da wärst du schneller auf der Bank und kämst auch noch an ein Geschenk für deine Frau. Oh. Im Übrigen, das wird höchste Zeit, die Karre hier abzustellen. Bevor der Besitzer sie vermisst. Ja, und dann mit dem anderen weiter. Nach Galloway. Galloway? Nee, lieber nicht. Lieber nicht unter den Umständen. Also dann auf nach Birmingham. Ja. Es ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich in Birmingham tätig gewesen bin. Das müsste gut gehen. Oh, what a beautiful morning. Das also war Der Anhalter, ein Kriminalstück von Ian Dennis Chessman, das Sie heute aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hörten. Mit Hans-Helmut Dicko als Bob Foxton, Hans-Michael Rehberg als Derek Niles, Dieter Eppler als Wirt, Wolfgang Reinsch als Polizist und Gerhard Dongus als Nachrichtensprecher. Ton und Schnitt Walter Joost und Christa Schaaf. Regie Otto Düben.